Einfach mal losfahren und schauen, was so passiert. Unser Reporter Christian Dassel tut das ab jetzt jede Woche. Haltestellen, so heißt seine neue Reportageserie in der Aktuellen Stunde. Denn irgendwo hält Christian Dassel an und trifft Menschen. Interessante Menschen aus Nordrhein-Westfalen, Menschen mit einer Geschichte. An der ersten Haltestelle heute trifft er einen armen Baron, der vom Schloss in eine Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen musste, irgendwo in Ostwestfalen. Plattes Land und wenig Kurven. Der Weg nach Ostwestfalen ist erstmal arm an Höhepunkten. Doch wenn man ganz genau hinschaut, dann ist auch hier einiges im Busch. Und dieser Busch hat einen Namen. Störmede. Störmede. Gehört zur Stadt Geseke, Altkreis Lippstadt. Gibt es in Störmede irgendeinen Menschen, wo Sie sagen, der hätte schon immer mal ins Fernsehen gemusst? Passen Sie mal auf. Fahren Sie mal mitten ins Dorf, wo die Ampel ist. Ja. Und dann rechte Hand. Das ist der von Ketteler. Von Ketteler? Von Ketteler. Das wäre einer? Ja, hat so einen langen Bart, interessanter Mann, kluger Mann. Schreibt für Heimatblätter und sonst was. Der weiß was, der kann was erzählen. Ich komme aber nicht in den Fernsehen rein. Nein. Aktuelle Stunde, da sehen wir uns wieder. Okay, dann steigen wir ein und dann fahren wir dahin. Tschüss, danke! Wir sind also auf dem besten Weg zu einer echten Geschichte. Hinter dieser Tür wohnt der kluge Mann mit Bart und Titel. Wir treffen den Baron Karl Josef von Ketteler. Schönen guten Tag, Sie sind uns empfohlen worden. Wir sind vom WDR und suchen interessante Menschen. Man hat gesagt, Sie wären einer. Können Sie das bestätigen? Eigentlich nicht. Vielleicht können wir es im Gespräch mal rausfinden. Können Sie sich das vorstellen? Also es ist ein Überraschungsbesuch, aber... Ja gut, das ist nicht sehr aufgeräumt bei mir, aber wenn Sie meinen, kommen Sie doch rein. Ja? Ja. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Der Herr Baron gewährt uns Einlass. Hinter der Pforte erstreckt sich seine Residenz auf 2,5 Zimmer und 60 Quadratmeter. Früher, so erzählt er uns noch zwischen Tür und Angel, früher war das alles anders. Ist das das Haus, in dem Sie aufgewachsen sind? Da bin ich geboren und da bin ich aufgewachsen. Nicht schlecht, oder? Also ich sitze praktisch zwischen zwei Kettlerschlössen, ehemalige Kettlerschlössen. Schwarzrahm ist hier im Westen und Ehringer Feld ist darauf im Süden. Wie viele Schlösser hatten die Kettlers? Vier. Und in denen sind Sie so wechselweise aufgewachsen? Ja, eigentlich nur in dem da. Die anderen waren vermietet und da sind wir relativ selten hingekommen. Aber hatten Sie eine hochherrschaftliche Kindheit und Jugend, oder? Wenn man so will, ja. Mit viel Personal, was nicht sehr angenehm war. Personal ist nicht angenehm? Ja, weil man musste sehr viel später erst lernen, wie man alleine zurechtkommt, als das andere Leute tun. Nicht? Mhm. Kindheit im Schloss Schwarzenraben. Der kleine Karl Josef ist umgeben von Dienstboten, Kindermädchen, Gärtnern, Köchen und Kutschern. Insgesamt 8 Geschwister erwarten ein stattliches Erbe. Doch mit dem Tod des Vaters hat das feudale Leben in diesen hochherrschaftlichen Hallen plötzlich ein Ende. Ja, es war ja kein Mensch auf die Idee gekommen, dass mein Vater so früh sterben würde. Er war ja 56. Und dass man seine Kinder, seine Söhne zumindest einigermaßen darauf vorbereiten müsste, was ich später mal zu tun habe. Aha. Wir standen also da wie die Ochs vom Berge und... Das Hauptproblem war, dass wir eben zu unerfahren waren und uns darauf verlassen haben, dass andere Leute so denken wie wir. Aber die haben den Teufel getan. Also um es zusammenzufassen, es war mal viel da und jetzt ist alles weg. Es war mal viel da und es ist nichts mehr übrig. Die Schlösser sind verkauft, auch die Ländereien. Der Erlös wurde unter den 9 Geschwistern aufgeteilt. Der junge Baron verlor anschließend viel Geld bei erfolglosen Immobiliengeschäften und lernte das Leben plötzlich von der bürgerlichen Seite kennen. Seine Wohnung spricht Bände und sie erzählt von dieser längst vergangenen Zeit, als die Zukunft noch Wohlstand verhieß und als edles Geschmeide den Adelsalltag schmückte. Wohin das Auge schaut, die Vergangenheit ist allgegenwärtig. Wenn man nicht mehr im Schloss selber wohnt, dann geht es aber schnell verloren. Ich habe versucht, das wenigstens so festzuhalten, dass später Leute
hat man nachgucken können, aha, so war das mal. Sehen Sie das mit Wehmut jetzt, wenn Sie so diese edlen Bilder hier so sehen? Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Ja? Ja. Wie gesagt, es hat Vorteile, im Schloss zu wohnen, aber es hat auch sehr viele Nachteile. Allein schon hier, vom Geld her. Der Adel verzichtet auf ein Leben im Schloss und begnügt sich mit der Rolle des Besuchers. 4 Kilometer von Störmede entfernt erreichen wir die feinste Adresse weit und breit. Heute residiert hier ein sehr erfolgreicher Druckereibesitzer. Es ist still geworden auf Schwarzen Raben, denn damals waren Karl Josef und seine Kameraden gefürchtete Rabauken. Um ein Haar hätten sie dieses schöne Schloss aus Versehen in die Luft gejagt. Wir haben ohne es zu wissen einen Sprengstoff verwendet. Der war so unzuverlässig, dass er bei jeder leichten Berührung schon hochging. Ja, und eines Tages ging er hoch und da war die Hand auch dran. Die war dann auch weg. Das war hier im Schloss passiert? Ja, da links in dem Gartenhaus. Und wer waren die Sprengstoffexperten? Sie und wer noch? Ein Vetter von mir und dessen Bruder und noch ein paar Mitschüler aus Lippstadt. Und meinem Vetter ist die rechte Hand abgerissen worden, mir die linke, weil wir saßen so rechts und links nebeneinander. Den anderen ist gar nichts passiert. Ich glaube, es gäbe noch viel zu erzählen. Aber ich würde sagen, das meiste haben wir besprochen, oder? Ja, ich glaube auch. Herr Baron, es wird Zeit für einen Abschied für uns. Schön, dass Sie da waren. War mir ein großes Vergnügen. Wir lassen Schwarzen Raben hinter uns, so wie der Baron schon vor Jahrzehnten. Die Geschichte dieses Schlosses ist seit heute um eine Haltestelle reicher.